Wie bitte? Du willst in Part 2 der Tierlist sehen? Okay. Wenn ihr gerade auf dieses Video geklickt habt, ohne euch vorher das hier anzuschauen, seid ihr wirklich völlig lost und solltet das als erstes machen. Also schaltet sofort wieder ab. Was soll die Scheiße? Denn heute gibt es Part 2 der besten und der richtigsten Tierlist der besten und schlechtesten deutschen Brands. Ich hoffe, Part 1 ist halbwegs gut bei euch angekommen, weil ich nehme das Video jetzt hier sofort im Anschluss auf zu Part 1 und ihr habt mich nicht komplett tot gehatet. Heute habt ihr aber meine vollste Erlaubnis, mich so krass in den Kommentaren zu beleidigen, wie es nur geht, wenn ihr damit nicht übereinstimmt, weil ich es verstehen kann, denn heute wird es kontrovers. Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt und willkommen zum Part 2 der Tierlist. Wir starten direkt rein, ohne groß zu labern und fangen mit Tier B an. Also Kategorie B. Und hier hat es eine Brand wegen ihrer Preise reingeschafft, weil die einfach unschlagbar sind für das, was man bekommt. Und zwar Statement. Statement Clothing macht vielleicht nicht die allerhochwertigsten, krassesten Designs oder was weiß ich, aber dafür ist sie einfach, ich würde sagen, die Marke für diejenigen, die einen kleinen Geldbeutel haben. Und das macht sie in der deutschen Szene irgendwie aus. Und ich finde, wenn man nicht so viel Geld hat, ist Statement die perfekte Lösung für all seine Probleme. Es gibt natürlich noch andere Low-Budget-Marken, aber Statement ist meiner Meinung nach die beste und deswegen müssen sie auf jeden Fall hier bei den besten Brands dabei sein. Preislich springen wir jetzt mal ein bisschen, denn die folgende Brand ist verhältnismäßig echt teuer und hat auch so ein bisschen ihre Preise erhöht. Früher waren sie günstiger, machen aber auch verhältnismäßig sehr hochwertige Sachen. Und zwar Returnity. Gerade dafür bekannt, eine der coolsten Puffer-Jackets diesen Winter rauszubringen, ist Returnity einfach eine Marke, die sich so in der deutschen Markenlandschaft fest etabliert hat. Sie bezeichnen sich selbst als Luxus-Streetwear-Marke und deswegen nehmen sie auch verhältnismäßig viel Geld für ihre Sachen. Ich finde die Marke aber schon echt seit Jahren cool, also habe schon seit 2020 oder sowas mir da regelmäßig Sachen gekauft und ich gehe auch davon aus, dass Returnity weiterhin eine sehr große Rolle spielen wird, weil sie sich einfach sehr gesund entwickeln, würde ich sagen. Sie essen eine Menge Gemüse. Apropos Puffer Jackets, ich hoffe und gehe eigentlich auch davon aus, dass ihr alle mein Video zu den Root Puffer Jackets gesehen habt, denn nach Returnity folgt, wie man sich jetzt schon denken kann, 6pm lustig Root Atelier. Ich würde sagen, ein Teil von euch schreibt jetzt gerade in die Kommentare, dass Root niedriger gerankt werden müsste, weil sie vielleicht nicht so cool sind. Aber viele werden auch sagen, Bro, wie können die nur ein B sein? Die müssen A oder S-Tier sein oder sowas. Das kann ich einfach damit erklären, dass ich nicht so viele Sachen bisher von Root habe. Ehrlich gesagt, nur eine. Aber das, was ich so bisher gesehen habe und auch gehört habe von Freunden von mir, ist, dass Root einfach eine krasse Quali hat, die Preise vollkommen in Ordnung gehen, einfach eine ehrliche, authentische Marke ist, die es in das B-Tier hier geschafft hat. Eine Zahl, zwei Buchstaben. Welche Brand könnte das wohl sein? Natürlich 6pm. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ich fand es irgendwie schwierig, sie zu ranken, weil sie normalerweise eine Brand sind, die ich sehr feier und die eigentlich eher so ins A-Tier gehört hätte. Aber ich muss sagen, die letzten Sachen, die sie rausgebracht haben, also alles, was nach Medina Blues kam, fand ich nicht so cool. Also sowohl diese Vertebrae-Sachen als auch Young Horn oder High Snobiety waren jetzt nicht so diese richtigen Killer für mich, hat mich nicht komplett abgeholt, aber 6pm ist wirklich eine sehr, sehr krasse Marke, da steckt eine Menge hinter. Und ich fand insbesondere Medina Blues richtig krass, eine der besten Kollektionen, wenn nicht sogar die beste bisher von 6pm. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall so weitergeht. Bis dahin müssen sie sich allerdings mit dem B-Tier zufrieden geben. Vielleicht können sie auch endlich mal ihre T-Shirt-Preise ein bisschen verringern, denn 60 Euro, Digga, so viel Geld habe ich nicht für ein T-Shirt. Um jetzt endlich mal das B-Tier abzuschließen, das wird wirklich ein verdammt langes Video, habe ich das Gefühl, haben wir als allerletzte Marke LFDY. Und ich hätte sie fast ins A-Tier gehauen. Man muss aber sagen, dass LFDY nichts krass Aufregendes macht, nichts, was den Modemarkt erschüttern würde und damit dafür sorgen würde, dass sie eine S- oder A-Tier-Platzierung verdient hätten. Sie bleiben ihrer Linie treu, gehen keine zu großen Risiken ein, bringen stabile Qualität, sehr gute Basics, aber viel mehr auch nicht. Das macht sie für mich zu einer sehr guten Brand, allerdings ganz knapp nicht zu einer der besten Brands Deutschlands, zu denen wir jetzt kommen. In der A-Kategorie haben wir auf dem letzten Platz Vicinity. Letzter Platz hört sich jetzt echt scheiße an, aber sie sind schon echt hoch gerankt. Denn Vicinity ist eine der, ich sag's immer wieder, krassesten Brands, was das Potenzial angeht. Ich gehe davon aus, dass Vicinity in den nächsten Jahren noch sehr stark wachsen wird. Meiner Meinung nach machen die aktuell einfach alles richtig, was man richtig machen kann. Die Designs, Schnitte, Produktbilder, alles stimmt. Sie haben das Alleinstellungsmerkmal mit den Akimbo Lows. Die Business Moves sind krass. Stichwort Collab mit Lost Boys Archive. Sie bringen einfach frischen Wind in die Szene rein und
Man kann nicht viel dran aussetzen, außer vielleicht, also zumindest ich, dass ich einige Designs nicht so cool finde, wie von anderen Brands hier. Denn ganz knapp vor Vicinity und eigentlich eine Brand, die ich fast ins B-Tier gepackt hätte, ist Lowlight Studios. Ich finde die Designs und die Richtung, in die es geht, perfekt. Also viel besser geht's eigentlich gar nicht. Die Jacken sind vor allem meistens krass, die Hosen sind, glaube ich, wahrscheinlich die besten im Game überhaupt. Allerdings gibt es hin und wieder mal Schwierigkeiten. Nennen wir es mal Schwierigkeiten, was Kundensupport, Rückerstattungen oder Versand angeht. Und wenn die ihre ganzen Probleme mal auf die Reihe bekommen würden, dann wären die auf jeden Fall auch Anwärter fürs S-Tier. Ohne Witz, ich war übel hin und her gerissen, ob ich diese jetzt folgende Brand über oder unter Lowlights packen soll, weil ich die Marke eigentlich echt feier und schon lange gefeiert habe, sie aber einfach irgendwie Quatsch macht und Faxen in den letzten paar Monaten. Es ist einfach schwierig. Ich rede natürlich von Peso. Peso wäre vor einem Jahr auf jeden Fall im S-Tier gelandet, wenn nicht sogar ganz, ganz oben, weil es eine der krassesten Marken ist überhaupt. Ich brauch's euch nicht erklären, die Qualität ist crazy. Justin und sein Team hauen da wirklich immer sehr, sehr geile Designs raus und die Entwicklung, wie man sieht, ist meistens sehr gut. Allerdings Republic, was war das? Und ohne Witz, ich bin ultra auf die Winterkollektion von Peso gespannt, die ja mittlerweile confirmed ist. Und wenn die geil ist, dann wird Peso es auf jeden Fall wieder ins S-Tier schaffen. Aber zurzeit, da fehlt ein bisschen was. Justin, schreib dir das hinter die Ohren. Richtig deutscher Spruch, Alter. Zu guter Letzt und so kurz davor entfernt ins S-Tier zu gehen und da könnte ich ein bisschen Hate für bekommen, dass es die Marke nicht ins S-Tier geschafft hat, ist eine Brand, die vor allem in letzter Zeit komplett abgerissen hat, die auch in nächster Zeit noch komplett abreißen wird, was man da so auf Insta sieht. Überraschenderweise eine der besten deutschen Streetwear-Brands aktuell, Ola Kala. Denn die machen wirklich einfach alles richtig. Also Punkt. Ich habe da gar nichts zu kritisieren, die machen wirklich alles richtig. Der einzige Grund, warum die noch nicht im S drin sind, ist der, dass sie einfach jetzt seit kurzem für mich persönlich erst richtig am Abliefern sind, also seit Elysium. Und davor irgendwie so, ja, weiß ich nicht, war. Die Core Collection ist cool und ich glaube auch, dass die nächsten Kollektionen, die jetzt kommen werden, sehr, sehr krass sind und ich freue mich schon drauf und ich hoffe wirklich, dass sie so weitermachen, denn die haben ein unfassbar krasses Potenzial, was, glaube ich, auch mittlerweile jeder hier in der Szene irgendwie halbwegs erkannt hat. Jetzt alle Trommelwirbel, es geht ins S-Tier rein und das war schwierig. Es war mehr als schwierig. Wisst ihr, was auch schwierig ist? Der YouTube-Algorithmus, denn der f***t mich ganz gerne mal richtig in den Arsch. Also lasst sehr, sehr gerne ein Like da, das hilft mir sehr weiter. Dankeschön. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Kann ja nicht schaden, ne? Gibt keinen Grund, das nicht zu tun, oder? Im S-Tier, also in der höchsten Kategorie, es geht nicht besser, sind genau zwei Brands und die sind tatsächlich auch unsortiert, weil ich mich nicht entscheiden kann, welche ich besser finde. Eventuell habt ihr aufgepasst und wisst auch schon, um was es sich handelt. Eine unfassbar krasse Marke, die nach wie vor meiner Meinung nach einfach die besten Hosen in Deutschland hat, da gebe ich meinen Stempel, meine Unterschrift und alles für, ist 85. 85 ist im Vergleich zur anderen Brand, die auch noch im S-Tier drin ist, nicht unfassbar ausgefallen und macht eher so basic Sachen mit Veredelungen, geilen Prints und vor allem einfach heftigen Hosen oder Pufferjackets wie jetzt zuletzt. Aber genau das macht sie aus und ich finde auch, dass es qualitativ nicht viel besser geht. Preislich gesehen auch super, also für ein T-Shirt zahlt man 45 Euro, wobei die halt meiner Meinung nach genau die gleiche Qualität wie Peso Raws haben, die 60 kosten. Wir sind hier an dem Punkt im Video angelangt, wo ich einfach keine Kritik mehr an den vorgestellten Brands habe. Das Einzige ist halt vielleicht, und das ist nicht mal Kritik, dass ich nicht alle Pieces cool finde. Also es gibt Sachen, wo ich mir dann denke, nee, das würde ich jetzt so nicht rocken. Eine der krassesten deutschen Brands. Zu guter Letzt und genauso gut wie 85, aber einfach anders, ist Systemic. Du bist wahrscheinlich für euch jetzt der Überraschungssieger des Videos. Für mich war aber von Anfang an klar, dass die eine der krassesten deutschen Brands überhaupt sind. Es ist unfassbar, was Systemic designmäßig macht, auch schon letztes Jahr. Also dieser Fleece-Hoodie hier ist einfach der lebendige Beweis. Das ist eins meiner Favorite-Sachen überhaupt. Ich trage den auch schon seit einem Jahr gefühlt jeden Tag. Übel krass hervorstechende Pieces, die man sonst nirgendwo anders in die Richtung sieht. Das ist das, was Systemic meiner Meinung nach ausmacht und was sie zu einer der, vor allem auch, ja, Brands mit dem meisten Potenzial, ähnlich wie Vicinity, macht. Das Einzige, ähnlich wie zum Beispiel Lowlights, was sie fixen müssen, ist die Versandzeit und der Kundensupport. Aber danach ist alles safe. Das ist meine Tierlist. Ihr seht sie jetzt hier nochmal eingeblendet. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr mir da vielleicht zustimmt oder mich jetzt komplett hasst. Wahrscheinlich eher Zweiteres. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch richtig gut gehen. Haut rein und ciao!